So Leute, kurze Information noch am Anfang, bevor das eigentliche Video losgeht. Und zwar, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut bei der Audiospur, allerdings zum Glück nur bei meiner, also jetzt nicht das komplette Video, die Audiospur, sondern nur bei meiner Stimme. Und zwar irgendwie, ja, ist es mal laut, mal leise, mal laut, mal leise. Ganz, ganz komisch gewesen, obwohl alle Settings wie immer waren. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich habe aber probiert, noch mit ein paar Effekten und mit Kompressor noch ein bisschen was rauszuholen, sodass man die leisen Stellen, ja, verstehen kann, auch wenn es immer noch schwierig ist, die zu verstehen, aber ich konnte nicht mehr machen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Video und ja, los geht's. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu, das war jetzt nicht irgendwie deutsch, aber scheiß drauf, World of Warcraft mit der Dungeon-Prüfung des Champions. Wir haben natürlich wie immer den Darth Sephiroth und Hallo. Den Soulfighter dabei. Hallo. So, der geht jetzt hier als Tank mit, deswegen haben wir blitzschnell was gefunden, was richtig geil ist. Oh mein Gott, da kommt Nostalgie pur auf, ich bekomme direkt einen Ständer. Keine Schusswaffen, bitte. Nee, bin ja ein Stricher. Okay. Ding, ich weiß nicht, ihr braucht eine Lanze, gell? Ah ja, stimmt. Ajo, das stimmt. Ich habe mich gerade gefragt, wieso er mich hinaufsteigen lassen will. Wo krieg ich denn die? Achso, ja, genau. Lanzenständer. Ein Lanzenständer. Das ist wieder mal, Alter, wie ich mich erinnern kann an so simple Dinge. Wo ist denn die Lanze jetzt im Inventar hinkommen? Scheiße. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, weil wir sehen komplett anders aus. Das liegt daran, dass wir uns beim Rüstungsschmied, also wo wir da gerade sind, uns ein komplettes Set gekauft haben. Hat der Darth Sephiroth gesagt und auch in die Kommentare haben wir das als Info bekommen. Danke dafür. So, ja, von mir aus können wir starten, wenn ihr alle ready seid. Ich glaube, man muss zuerst einmal das Schild auch aufladen. Ja, und fangen. Dass man grün hat, damit man dann das optimale Schild hat. Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Mit Taste 4 machst du das. Ja. Und wenn du dann verletzt bist, musst du dann halt schauen, dass es immer wieder. Schildbrecher zustoßen, alles klar. Oh Mann, ich bam. So. Und da musst du die Verteidigung noch runternehmen von den Gegnern, wenn die auch so ein Schild haben. Den hau ich das Fressbrett ein. Okay. Gut, dass du das sagst. Ja, was ist da los? Go hier, wir haben eine Ewigkeit. Ah ja, wenn du das erste Mal machst, ist ja die verlängerte Version von der ganzen Geschichte. Ah ja, stimmt. Da labert er noch irgendwelchen Bullshit, gell? Ja. Ganz genau. La 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 la. Und ich bin ein Blutelf und hab körperliche Gefühle zu anderen Blutelfen. Hier hast du ein Dildo, weißt du? Ja. Mach deinen Gefühlen Platz. Ja, viel Platz. Hier noch ein bisschen Gleitcreme für die problemlose Einführung eines 30 cm Dildos. In der Farbe Schwarz. Ja. Und ganz nochmal extra schöne Gefühle zu verleihen. Ah, jetzt geht's los, guck mal. Ah, da kommen sie schon, die Schweine. Die erste. Ah, die stellen sich da gleich erst mal auf. Ja. Angriff! Achso, die stellen sich erst auf, ich wollte schon. Warte, bis wir die Kalaschnikow auspacken. So, komm, wir stellen uns auch auf, das muss alles realistisch aussehen. Na ja. Schau mal, so halbwegs. Ja, ich fühle den Schmerz. Wieso war der Dildo zu breit? Ein Pipierchen tut so weh. Och Mensch. Ein bisschen Creme drauf, das verheilt. Jetzt nicht! Im Himmel, ey. Nein, ich nehm Rasierschaum und rasier die Arschhaare. So, Gott, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was jetzt. Ja, wir müssen die erstmal nach der Reihe umhauen und dann geht's weiter am Boden. Die werden dann aktiviert und möglichst sollten alle auf einen losgehen, damit die schneller sterben. Ja, das machen wir schon. Sind ja keine Anfänger.
Ich zumindest nicht mehr. Naja, es passt schon. So, zack, Schild in die Fresse. Und bitte draufstürmen, sonst muss ich weiter weg. Alles klar. Alter, wieso kann ich nicht anstürmen? Ich kann nicht anstürmen. Du musst weiter weg sein. Oh, scheiß du. Das Ziel muss sich vor euch befinden, da ist es doch. Geht nicht. Na, dann schieße ich ihm halt das Schild rein. Ah, jetzt geht's. So, du musst ja auch von denen runternehmen. Jetzt kann ich nicht mehr. Kommt schon die nächste Gruppe. Irgendwie läuft es dann gut, oder? Das Tolle ist, ich bin jetzt gerufen, ne? Oh ja, geht doch. Ja, passt. Jetzt geht's. Irgendwie hatte ich einen Bug mit dem Angreifen. Also nicht wirklich Bug, aber irgendwie wollte es nicht funktionieren. Ich bin so außer Übung, Freunde. Früher ging das so schnell. Ja. Jetzt? Bis ich. Na, Mensch. So, jetzt hier mal anstrengen. Attacke! Jawohl. Attacke! Ah, okay, das ist Nahkampf. Ich habe die zwei Attacken verwechselt. Gut, jetzt erklärt natürlich alles. Mama, nein, ich schieße nicht des Öfteres. Mama, ich schieße. Jawohl, Mama! Ich schieße! Oh, Scheiße! Das war schon der Faust. Mama, nur noch ein paar. So geil. Ist ja schlimmer als bei dir, Andi. Oh shit, die hauen mich, Alter, beschützt mich. Na, sicher nicht. Ich hab Angst. Ja. Vergesst nicht, geil, Schild müssen wir auch noch da machen. Ja, sonst wirkt das Ganze nicht. Oh shit, mein Hund ist tot, Hundi! Hol dir neuen, sonst bist du gleich tot. Der hält aber viel aus, das ist ein Boss, Alter. Ja, das ist schon der Boss. Ach so. Nach dem halt. Gott, stirb doch nicht. Jetzt gibt's auf die Fresse. So. Okay, ich bin gleich hin. Leute, ich bin hin. Alter, ich will ihn noch abschießen, jetzt geht's. Keiner tut das Schild runter machen. Ja, eben. Und das ist ein Wahnsinn hier. Aber ich will heilen. Er ist verwieden. Oh Gott, hilf mir, Alter. Der nächste. Aber ich glaube, ich kann reinlaufen. Das ist nicht weit weg. Was, du bist tot? Ja, ich bin vom Pferd runter. Und dann hat er mich aufgesäbelt. Ne? Meine Güte. Jetzt stirb doch, dabei ist das nicht mal schwer. Wir stellen uns nur dumm an. Ja, es ist nicht so schwer. Nee, absolut nicht. Nur die anderen tun überhaupt nichts mit dem Schild. Ja, man muss immer das Schild und dann erst anstürmen. Das bringt ja sonst andersrum nichts. Man kriegt ja kaum Schaden. Aber man kann gar nicht rein. Okay. Erst wenn der Kampf vorbei ist, wie schaut's denn aus? Schafft sie den? Nee, sieht nicht so aus, du. Ist noch einer gestorben. Nee, noch nicht gestorben, aber halt. Halleluja. Alter! Die helfen aber auch nicht. Nee. Na super. Jetzt bin ich schon wieder. Schon mal dritter Wolf jetzt, ne, Freunde? Das gibt's doch nicht. Du mal das Schild komplett aufladen. Dass du wieder das grüne Schild hast, weil sonst hält der viel weniger aus. Mhm. Siehst du, was ich mache, Andi? Oder wie der? Nein, ich seh gar nichts. Achso. So, jetzt ist mal der Nachtelf wenigstens weg. Ja, sieht gut aus, schaffen wir schon. Haben wir's nicht. Das ist, glaube ich, ein Boss, die kleine Zwergfrau hier, weil die bekommt kaum Schaden. Ja. Da müsst immer das Schild erst runter. Ja, ich hau es die ganze Zeit drauf, aber die anderen halt nicht. Ja. Und irgendwie, was ist da los mit meinem Schild? Ich drück da uroft, aber es lädt sich nicht auf. Es bleibt immer rot. Ich weiß, das ist mir danach aufgefallen. Vielleicht haben sie das abgeschwächt. Komm, gleich haben wir's. Ja! So. So, wir haben's geschafft. Jetzt solltest du da rein können. Okay.
Na, steht noch immer, mein Leichnam befindet sich in der Instanz. Achso, du, wir haben einen Bug, die lebt ja noch, oder? Ja, da, oh nein, oh, der eine da. Ah ja, was macht er denn da hinten? Ja, der regeneriert sich. So, eigentlich sollte er nicht mehr da. Ja, so, der macht's jetzt. Ja, der ist verbuggt, das sehe ich sehen. Ja. Könnt ihr den trotzdem töten? Ja, können wir. Ja. Jetzt okay. Ist er tot. Jetzt solltest du rein können. Nee, da ist jetzt noch. Oh. Ah, nee, da lebt ja noch immer eine. Wie gibt's das denn, Alter? Mann! Ey, was ist das? Was ist das? Er ist deppert gelaufen. Ja, runter mit dir jetzt, aber Dalli. Ja, endlich, oh, okay. Kannst, jetzt kannst du rein, Alter. Schaut es euch um? Nein, noch immer nicht. Was? Sie ist aber down hundertprozentig. Oh, kann ich der Heiler vielleicht retzen? Weil ich komme nicht in die Instanz rein. Ist bei euch der Kampf jetzt wirklich zu Ende? Ja. Ja, aber wo ist dein Leichnam? Ja, das ist es ja, da ist keiner. Hä? Alter, was ist das für eine Wichse? Das ist ja total verbuggt, die Dungeon. Boah, das geht gar nicht. Versteh's auch nicht. Ah doch, die macht hier jetzt irgendwas. Ja, jetzt bin ich. Nee. Ah doch, ah, da war dein Leichnam. Ja, der Druide hat dich jetzt gerettet, hat irgendwie deinen Leichnam gesehen. Da, Moment. Okay, der ist schon da. Dann machen wir's so. Das ist ja krass, Mann. Was war denn das jetzt für eine Wichse gerade? Also ich bin sehr verbuggt. Extrem. War früher nicht so. Nö. Ist ganz genau. Wie war das? Wie bringen wir es erst da um? Der ist die Heiler. Der Heiler von denen. Boah, ach du Scheiße, ich weiß das nicht mehr. Ich ist so lange her. ich glaube den rechts, oder? Zuerst. Okay, probieren wir den rechten. Ich weiß es, nein, ich kann es nicht sagen. Weißt das du? Nee. Super. ich war jetzt ein Jahr war ich jetzt. Ja gut, das kommt ungefähr auf meins auch hin, eineinhalb Jahr so. Okay, ja, mach mal einfach. Mach Scheiß einfach, doch. Wir haben eben mittlerweile so viel Damage. Eben. Ich hau hier gleich alles rein, meine ganzen... Ganz genau, ganzen CCs, alles. Ja, alles. Alles, was ich hab. Gott, naja, tanken, oh Gott, ich war mal gut, oder? Ja, jetzt machst du schon, ich glaube an dich. Ich auch. Meine innere Seele hat vollstes Vertrauenstier. Mein Pet ist tot. Achso, nicht deine Schuld, ich hatte Knurren an. Also, passt schon. Und aus den Giftplatten muss man raus, das weiß ich auch noch. Aber der irgendwie krepiert der nicht. Ganz ruhig. Okay, der erste ist schon einmal außer Gefecht. Wer lebt denn da noch? Ah. I need a fucking heal. Okay, Nummer 2 ist aus dem Gefecht. Wo ist denn der dritte? Da, eine Range-Kämpferin. Das pack mal locker. Ja, sicher. Sind ja gut. Ja, das ist weniger, aber der Damage ist ziemlich gut geworden im Vergleich zu früher. Zum Glück. So, jawohl. Geht doch, alles kein Problem. Wir sind voll cool. What the fuck? Ist das besser als mein Sandy? Nee, das ist alles scheiße. Du bekommst schon alles besser im Real. Ja. Das ist eigentlich besser. Ich fass es nicht. Mann, das ist besser. Hast du von die Werte geschaut? Ja. Okay, dann nimm dir das. Tatsächlich besser, hätte ich nicht gedacht jetzt. Oh Gott, ich hab die ganze Zeit mit der Stabwaffe gekämpft. Alter! Ich hab vergessen, um so zu switchen. Schau. Oh Mann. Ich denk mir die ganze Zeit, warum mache ich kein Damage? Alter, wir sind die Überflows, so geil. Schon. Wir sind richtig genial. Oh ja. Yeah. Wir müssen ihn da. Ganz genau ansprechen müssen wir. Ich denke mir die ganze Zeit, hey, warum schaut mein Schwert aus wie eine Lanze? Das könnte daran liegen, dass ich vorher eine Lanze anhabe. Und das ist sehr weit hergeholt. Ah ja, dann müssen wir die Gruppen umlegen. Immer eine nach der anderen. Genau, von links nach rechts. Ganz genau.
Was von links nach rechts muss ich durcharbeiten. Und der mit dem Stab ist der Heiler, den müssen wir als Erster umkloppen. Ich markiere mal hier. Da hab ich schon. Okay. Sehr schön. Okay. Go, go. Ah, jetzt mach ich Schaden. Naja. Ja. Ah, hast du auch die Lanze angehabt? Ja. Ach so, scheiße. Ich, Ähnlichkeit ist ansteckend. Ah ja, der lebt ja länger. Ja, ja, da hat einer dann seinen Schutz, da müssen wir auf den anderen gehen. Ja, aber der war schon der Letzte. Oder noch? Gar nicht. So, weg sind sie. Nächste. Moment, oh Gott. Ah ne, gut, ich dachte schon, der Boss greift dann auch mit an. Nee, nee, der greift nicht an. Jetzt habe ich Angst gekriegt. Boah. Oft keine Angst haben, scheiße. Ich bin da eh da. Okay. Ach, mit der mit seinem scheiß Priesterschild, Alter. Weg damit! Don't? Nein. Nein, so gut. Das braucht man immer, sind alles nur 170er Teil und so. Ja, ja. Moment, ich hau da mal eine Falle rein, so kann ich das nicht. Was hab ich jetzt gemacht? Keine Falle geschossen. Na, ja, ich denk's mir auch gerade. Ach so, ich hab das mit dem Schießen noch nicht. Denke ich mir, aber bei meinem Jäger geht das, kann dann ziehen damit. Jetzt kommt ja, jetzt kommt der Boss. Ja, die heilt sich halt stark, da müssen wir jetzt Damage machen. Ja. Das war mein Plan B. Okay, im Vergleich zu früher geht der Weg runter. Jetzt müssen wir hier den riesen Murloc hier. Ah ja, stimmt ja, das ist ja der Schatten da. Das ist jeweils immer ein anderer Boss. Das ändert sich das Aussehen immer. Ja. Jetzt nehmen doch die A, jetzt hab ich sie eigentlich. Ach, okay. Jetzt bin ich verängstigt. Na, jetzt stirb du. So, jetzt kommt die Schlampe. Das ist Jugend. Jugendfernsehen, was wir da machen. Ich hab die sehr angesteckt mit meinen Videos, gibt's zu. Ja. Wahrscheinlich. Ein schlechter Einfluss auf alle Menschen auf dieser Erde. Boah, die Stangenwaffe war früher richtig toll. Aber braucht sie keinen Schwein. Stimmt, die Hose ist auch besser als meine. Ja, dann nimmst du. Ja, ich mag die dann. Also, ja. Morgen. Stangenwaffe, wäre das auch was für dich? Ah nein, Blödsinn, nee, hat der Jäger gar nicht mehr. Kann ja nicht mehr zwei Sachen. Du weißt? Jo. Du hast mein Ding nicht. So, jetzt hörst du. Ja. Was ist der schwarze Ritter. Gott, oder? Wollte? Ja, er kommt ja. Der Boss ist immer gleich, die anderen sind ja variabel, was ich weiß. Mhm, stimmt. Da gibt's einen Tank auch, der hält echt viel aus. Damals zumindest. Ist das Trommelwirbel? Ja. Zur Schlacht wird beginnen. Wir werden alle sterben, aber das ist egal. Die sind trotzdem cool und wichtige Leute in der Gesellschaft. So. Komm jetzt, Mann. Es gibt was aufs Fressbrett. Ich glaube, die besten Fähigkeiten muss man in der letzten Phase zünden, weil er dann so viel Damage macht. Man kommt nur Low Cost. Weil dann ist er der komische Geist und dann macht er so viel AE-Schaden, was ich mir erinnern kann. Aber irgendwie gerade ist er tot, oder? Ah ne, jetzt wieder. Jetzt steht er nochmal auf, ne? Ja. Und die Ghule, die explodieren, dann müssen wir auch weg von denen. Ja, kann ich mich erinnern. Früher haben sie viel Aua gemacht. Weil zum Schluss explodieren sie dann, wenn er praktisch jetzt in der Phase stirbt. Ja, weg da. Alle weg, 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 weg! Lol, der Troll bleibt eiskalt daneben stehen. Jetzt in der Phase alles zünden, dann ist er weg. Was? Ich hab vorher schon alles zündet. Ja, Pech gehabt. Du bist mal der Noob. Ich dachte, das wäre die letzte gewesen. Da siehst du, wie gut ich mich erinnern kann. Jetzt haben wir's.
Wir wissen ja alle, dass dein Gedächtnis nicht so ja, berauschend ist. Ganz nett gesagt. Weißt du, die gefrorenen Kugeln waren früher wichtig. Ja. Nein, jetzt sind sie nicht mehr wichtig. Jetzt sind sie immer noch wichtig? Nee. Achso. Super, das haben wir ja gemeint. Ich hab die gefrorenen Kugel gewonnen. Schön für dich. Okay, gut, wir verpissen uns. Ja. Ich verabschiede mich noch. Ciao. Tschüss. Arrivederci, buona fortuna. Ja. So, Stanzgruppe verlassen. Wie lange dauert denn der Part schon? Das fragst mich? Ich bin ja nicht der, der aufnimmt. Nee, 17 Minuten kann man eigentlich einen Cut machen. Ich habe die Uhr auch verspätet gestartet. Ganz genau. Machen wir dann noch eine Session, in der wir questen. Ja. Bis die Mutti schreit. Ja gut, dann. Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim bisschen Quest. Und wir haben ja hier noch ein paar, ne, die und da Quests. Und dann geht's dann dementsprechend weiter. Haut rein. Bis dann. Tschüss.